Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von die Spezi-Burschen. Heute natürlich wieder mit Timo. Hallöchen. Ich Jetzt hab aber so cringe, Digga. gesagt, du sollst das Lachen verkneifen. Das ist die beste Begrüßung EU-Westerlohn. Ja, natürlich, und die ist mir spontan eingefallen. Nur so, also ich sollte mir die Begrüßung aufschreiben. Ja, die ist mir spontan. Ah, fuck off, ich versuche das auswendig zu lernen. Junge, auch ich, mir ist es spontan eingefallen, eine Sekunde bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Let's Nichtsdestotrotz, go. auf alle Fälle, ja, nach einem halben Jahr sind wir wieder zurück. Wir haben endlich mal wieder Zeit gefunden, einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß, voll krass und so, ne? Auf alle Fälle, ja, wir reden heute über den wundervollen Mario-Film, den wir beide gesehen haben. By the way, es wird Spoiler geben, denn wir haben beide diesen Film angeguckt. Also, falls ihr den Film noch nicht angeschaut habt, dann geht zu eurem lokalen Kino und schaut den euch sofort an. Dann könnt ihr gerne diesen Podcast-Folge zu Ende gucken. Die Tickets Denn, werden von Pet gesponsert. imagine, scheiß Geld. Melde. Ich könnte Giveaway machen. Per 1000 Kanalpunkte habt ihr die Chancen. Nee, Let's aber go. auf alle Fälle, es wird auf jeden Fall Spoiler geben. Also, ja, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann ja, guckt euch erst den Film an und hört euch dann den Podcast dazu an. Genau. Und ich würde sagen, ja, Timo, Ladies first, du fängst an. Ah, ich bin eine Lady auf einmal. Ja, natürlich. Warte mal, ich muss. Nee, ich spare mir mal den Witz hier. Oha. Ja, worüber soll ich denn anfangen? Soll ich jetzt was über den Film erzählen oder wie ich hier Ja. fand? Aber was ist denn, was ist jetzt deine Ja, Begründung? also du sollst nicht den Wikipedia-Eintrag durchlesen zu dem Mario-Film, weil ich glaube, wir wissen ungefähr, was abgeht. Nee, einfach nur im Groben und Ganzen, ja. Wie fandest du den Film? Was fandest du cool in dem Film? Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Würdest du ihn nochmal anschauen und ja, Also ganz Schluss ehrlich, weiter. ich würde mir den gerne nochmal anschauen, weil ich Same. fand den Film mega geil. Also ich bin nicht oft im Kino. Es gibt ja ganz viele andere geile Filme. Ich muss gerade überlegen, wie ich das jetzt gerade beschreibe. Sei es Fast and the Furious oder so. Aber ich muss sagen, der Super Mario Bros. Film toppt alles, weil du hörst zurzeit überall, ja. Wie beschreibe ich das denn? Der bricht gerade sämtliche Rekorde und Co. Also, ja, also aus meiner Sicht, ich fand ihn richtig geil. Kann ihn nur noch weiterempfehlen. Was ich auch ziemlich geil daran fand, ist, dass er auf jede Menge Mario-Titel angespielt hat. Sei es jetzt zu deinem aktuellen Projekt mit Super Mario 3D World, Bowser's Fury. Weil das muss ich sagen, das hat eigentlich den gesamten Film angespielt. Oder sehe ich das falsch? Generell, also an sich die Mario-Anspielungen, wenn wir schon mal dem Thema sind, was ich an sich, also fast schon einer der größten Pluspunkte meiner Meinung nach, an sich die ganze Referenz an sich, ich meine, du hast nicht nur 3D World, was allein und Bowser's Fury, was allein da schon einen großen Pluspunkt gemacht hat für den Film, eine große Rolle gespielt hat. Mario Kart war eine große Rolle. I mean, erstmal fand ich es ziemlich cool, dass das DK-Land halt quasi der Gag war, dass man halt da immer mit Karts und so rumgefahren ist. Weil Donkey Kong auch ein bisschen bekannt ist für seine, ja, ich sag mal, beliebten Strecken in Mario Kart. Und ja, dass quasi deren Armee auch dieses Kartenbausystem aus Mario Kart 7, Mario Kart 8, das war auch richtig cool. Und ja, dann natürlich am Ende die eine Abkürzung, die zum Bowserland führt, und zwar die Rainbow Road. Die war natürlich richtig, das war natürlich richtig nice. Ich fand's auch cool, auch teilweise auch ein bisschen außerhalb von Mario. I mean, auch die Donkey Kong-Referenz, also es hat mich echt gewundert, also wo Donkey Kong auf einmal, weil es gab ja diese eine Szene, wo Mario und Donkey Kong ja gefightet haben, ne? Und ohne Witz, wo der DK-Rap abgespielt hat. Holy shit, war ich hyped in dem Film. Ich hätte echt alles gedacht, aber nicht, dass sie den DK-Rap aus Donkey Kong 64 einfach abspielen. Also das war richtig sick. Was hat man hier auch noch gesehen? Genau, man hat ganz kurz
Es wurde aber wirklich, das haben wir ganz kurz gesehen, aber mir ist das aufgefallen. Das ist mir auch, ist auch lustigerweise auch Fub aufgefallen, weil ich habe ja mit Fub den Film angeschaut. Man hat ja auch für eine ganz kleine Sekunde da sehr, sehr viele Yoshis rumlaufen sehen, was ja auch quasi auch der, was ja auch mehr oder weniger ein Easter Egg ist von Super Smash Bros., die eine Final Smash von Yoshi, wo halt sehr, sehr viele Yoshis umeinander laufen. Das war auch ganz cool. Was ich auch ganz interessant fand, ganz am Anfang vom Film, hast du so sehr, sehr, sehr viele Referenzen gehabt von NES-Spielen, was mir aufgefallen ist. Was mir spontan aufgefallen ist, dieser eine Dude mit dem italienischen Akzent, was bei der Arcade-Halle stand, das war ja Jumpman, a.k.a. der Ursprungs-Mario. Naja. Mehr oder weniger. Dann hattest du ja den Spike gehabt, das war der eine Dude aus Wrecking Crew. Das war eigentlich ein NES-Game, was einfach nur bekannt war, dass ein Dude hat, der genauso aussah wie Mario, aber nicht Mario ist. Und die Pizzeria hieß Punch-Out Pizzeria, I guess. Oder Punch-Out Restaurant, ja, so wie das Spiel Punch-Out halt. Was halt auch ziemlich, ziemlich sweet ist, ja. Genau. Und ja, dann noch mal kurz zu mir, wie ich auch den Film an sich fand. Ich meine, ich sag's mal so, ich bin ein Mario-Fan schlechthin. Ich meine, ich bin vielleicht einer der größten Mario-Fans seit, ich keine Ahnung, 6 oder 7 Jahre alt bin, so um den Dreh. Und ich würde sogar behaupten, auch wenn man es vielleicht bei mir beim Profilbild und Namen vielleicht nicht erkennt, dass ich vielleicht ein bisschen größerer Mario-Fan als Splatoon-Fan bin, lustigerweise. Deswegen hat mich auch der Film ein bisschen mehr getoucht, als halt vielleicht jemand, der eher ein bisschen weniger Bezug mit Mario hat. Nichtsdestotrotz, ich fand den einfach nur bombastisch. Also generell, an sich war eigentlich alles geil am Film. Also fände ich wirklich ein, was wirklich ziemlich, was mir vielleicht nicht so gut war. Aber an sich war wirklich alles ziemlich nice, würde ich sagen. Ja. Kann ich nur, dir nur zustimmen. Was ich auch was witzig fand, ne? Die haben ja zum Teil ja auch die Super Mario Bros., diese Serie angespielt. Ja, ganz und, am Anfang. Ja. Da haben sie ja eine Szene in ihrer Werbung gespielt mit Prinzessin retten. Ja. Fun Fact, in dem Film wird nicht die Prinzessin gerettet, sondern eher Mario und Co. Beziehungsweise Luigi wird gerettet, was ich auch ziemlich nice finde. Also, das ist mal so ein kleiner Plot-Twist, dass halt nicht Peach gerettet werden muss, sondern Peach quasi die Kriegerin ist, sage ich mal. Und halt eher diejenige ist, der sogar Mario beibringt, wie man halt klarkommt und mit Mario in die Reise geht, weil Mario unbedingt seinen Bruder Luigi retten will. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Also, das war auch mal ein bisschen unerwarteter Twist, to be honest, weil man erwartet ja immer, ich meine, Mario-Spiele sind ja nicht bekannt für die Story. Und man erwartet ja schon quasi fast, dass es heißt, ja, Peach wurde von Bowser entführt und Mario und Luigi müssen sie retten. Und dann sind die in dem Schloss und dann kommt Tod und yeah, danke, dass du mich gerettet hast, weil die Prinzessin ist in der Nada-Kessel. Und nö, das ist gar nicht, also in dem Punkt ist halt der Luigi gerettet werden muss und die Mutigen sind eher die, die entführt werden, also quasi in dem Fall Peach und Toad, was ich an sich ziemlich, ziemlich nice finde, by the way. Genau, und an sich, wenn wir schon noch zum Thema Mario und Luigi sind, was ich auch zuckersweet finde beim Film, ist ein bisschen die Brüderliebe zwischen Mario und Luigi, also die fand ich echt sweet, keiner, also man hat es keiner mitgefühlt. Also, ich fand auch die Charakterentwicklung sehr nice. Dass halt Mario eher halt eher so der Zielstrebige ist. Und Luigi halt eher ein bisschen der Tollpatschige, aber auch ein bisschen so der Motivator, mehr oder weniger. Und das fand ich an sich sehr, sehr nice. Auch ein bisschen die Charakterentwicklung zwischen Mario und Luigi, dass sie halt immer zusammen durch dick und doof gehen, mehr oder weniger. Beziehungsweise durch dick und dünn, nicht durch dick und doof. durch dick und dünn halt zusammengehen, so, you know. Und ja, das, wo halt Luigi dann quasi entfernt wurde, beziehungsweise in Anführungsstrichen entführt wurde, dass dann halt Mario alles tut, um halt Luigi zu retten. Da muss ich aber, das ist vielleicht der einzige, lustigerweise sogar der einzige Kritikpunkt, den ich im Film habe.
Und zwar an sich vielleicht ein bisschen die Charakterentwicklung, weil ich fand die zum Beispiel von Mario und Luigi nice, aber bei allen anderen Charakteren war sie nicht wirklich vorhanden. Vor allem, was ich sehr schade fand, war mit Mario und Donkey Kong. Da hätte man meiner Meinung nach ein bisschen mehr machen können. Also, weil es war einfach nur so, ich meine, Mario und DK's Castle, so eine Szene, da waren die halt ja quasi zusammen, ne, und da haben sie ja beide revealed, dass sie halt beide halt Vater-Issues hatten, so, you know. Und da hätte man ein bisschen mehr aus der Szene machen können, so, you know. Aber das war einfach nur, ja, ich hätte auch Vater-Issues, oh, wir wurden jetzt befreit, lass die Prinzessin retten, so, you know. Also es war einfach gefühlt gar nichts. Und da denkst du dir einfach nur so, da hätte man ein bisschen mehr machen können, so, you know. Also, da hätte man vielleicht zumindest mal ein bisschen mehr, vor allem von Mario und DK, vielleicht auch ein bisschen Mario und Peach oder vielleicht auch Mario und Toad. I mean, der Toad, der sagt am Anfang gefühlt die ganze Zeit, ja, das ist mein neuer bester Freund Mario, und dann hörst du gefühlt von ihm nichts, so, you know? Und dann existiert er einfach nur so da. Also, da finde ich, hätte man ein bisschen mehr machen können, vielleicht den Film ein bisschen länger machen können. Das ist vielleicht so mein einziger Kritikpunkt, den ich mit dem Film habe. Weil man merkt so ein bisschen, dass sie halt so schnell wie möglich halt viele Szenen reinklatschen wollen. Also sie wollen unbedingt eine Bowser-Szene machen. Die wollen auch teilweise ein Musical mit Bowser. Was, by the way, richtig nice ist. Aber ich glaube, dazu kommen wir später nochmal. Na, was gab's noch? Genau, da gab's generell die ganze Szene mit Mario, wo er halt diese Jump'n'Run-Mechanik und die Items und so lernt. Der Fall mit Donkey Kong, Mario Kart, dies und das, also man merkt einfach, die wollen halt so viel wie möglich halt in den Film einquetschen, was an sich gar nicht mal so schlecht ist. I mean, Fanservice ist auf alle Fälle vorhanden. Aber man hätte ein bisschen mehr, man hätte vielleicht die Story ein bisschen stretchen können, vielleicht den Film ein bisschen verlängern und dann diese, ich sag mal, diese extra Zeit ein bisschen mehr in Charakterentwicklung stecken können, meiner Meinung nach, aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist vielleicht so ein kleiner Complain, aber to be honest, mir persönlich hat er nicht gestört. Mir ist es halt nur so ein bisschen auch im Nachhinein eher aufgefallen, oder bei dieser Szene ist mir halt ein bisschen aufgefallen, irgendwas fehlt hier. So, aber an sich stören, mir persönlich stört es überhaupt nicht. Ja. Ja, und ja, was gibt's noch zu sagen? Musik, I guess. Also ich sag's mal so. Also sie hatten zwei musikalische Einlagen aus den 80ern. Ich muss gerade überlegen, welche das nochmal waren. Das war... Take On Me und... Genau, Take On Me. I'm a Hero. I'm a Hero. Genau. Ja gut, die 80er-Songs, die fand ich okay. Also ich sag's so, die haben gepasst. Aber waren auch keiner ein bisschen overused, meiner Meinung nach. Also weil... I mean... Man hat so oft, ich meine, es gibt so viele Filme, vor allem Cartoons in letzter Zeit, die hat irgendwie 80er-Musik klatscht, einfach nur, damit die Eltern halt auf jeden Fall im Film dran sitzen, so, you know, damit halt die Eltern ein bisschen nostalgischer werden beim Film gucken. Deswegen, ja, I mean, es hat gepasst, aber ich denk mir so, selbst ich, so jemand, der halt nicht so wirklich Filme guckt, denkt mir so, ja, keiner overused, to be honest. Aber ich meinte so, die Soundtracks an sich, also die ganzen Mario-Soundtracks, die waren Hammer. Also, wenn ich mich nicht täusche, haben sie es sogar nochmal neu gemacht für den Film. Und die waren der Hammer, also... Ich kann mich erinnern, wo der Bowser-Fury-Theme abgespielt hat. Und die halt quasi diese ganze Szene, wo die halt angefangen haben zu raufen und gefeiert haben, so, you know, da habe ich keiner sogar Gänsehaut bekommen. Also generell die ganze Bowser-Szene an sich, also da hat die Musik so geil gepasst einfach, da hat man schon Gänsehaut bekommen. Oder bei der Anfangsszene, wo halt Bowsers... Weiß nicht, ob das ein Luftschiff ist oder Luftfestung, wo er so da reingekommen ist und man dieses Luftschiff-Theme aus Mario Bros. 3 gehört hat. Das war schon ein geiler Moment. Also das hat schon ein bisschen Gänsehaut gegeben, to be honest. Ja. Oh. Ja.
Da kommt die DSB. Timo, der DSB-Kommentator, so, wenn man schon alles so da hält. Und Timo, sagst du dazu? Er ist ein Mann mit wenig Worten. was kann man noch so unterhalten, was im Film geil ist? Einfach so eine Frage an sich. Welche Charaktere an sich mochtest du? Oder mochtest du eher weniger? Also, welchen Charakter ich auf jeden Fall gefeiert habe, war der Luma. Ja, das war, ohne Witz, der Luma, das bin einfach ich jeden Tag innerlich. Der sich einfach nur noch den Tod wünscht, der sich darauf freut, dann geht's zum Tod über. Wir werden alle sterben. Yay! Und dann wird der Prozess beendet. Ja, jeder freut sich, ja, Mara hat uns gerettet. Und dieser Luma dann. Ja. Fandest du noch irgendwelche Charaktere ganz cool? Da muss ich gerade ein bisschen zurückdenken, auf jeden Fall. Oder einer, was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Also jetzt am schnellsten in Erinnerung ist mir jetzt keiner geblieben. Okay. Nö, ist mir keiner geblieben. Ja gut, Mario und Luigi, klar, haben wir eigentlich schon drüber geredet. Beziehungsweise habe ich drüber geredet, muss ich glaube ich nicht nochmal wiederholen. Peach war eher zu heldenhaft, sag ich jetzt mal, unterwegs gewesen. Bisschen zu heldenhaft, aber to be honest, ich mochte das irgendwie. Weil es hat ein bisschen zum Charakter von Peach ein bisschen gepasst, weil was mich bei Peach vor allem in den Spielen immer stört, ist, dass sie sich so einfach von Bowser beeinflussen lässt, beziehungsweise sich, sag mal, entführen lässt von Bowser und dass sie so ein bisschen dumm ist, so, you know, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Vor allem, I mean, du bist eine Prinzessin vom Pilzkönigreich. So, I mean, du hast eine hohe Machtposition. Beziehungsweise nicht nur eine hohe Machtposition, du bist alleine mehr oder weniger die Herrscherin von dem gesamten Pilzkönigreich. Und du lässt dich teilweise 10-mal am Tag so dumm entführen, so, you know? Also, da bist du aber nicht so die Führungsposition gewachsen, so, you know? Und wenn man dann darüber nachdenkt, da macht Peach Rolle deutlich besser Sinn im Film, beziehungsweise mag die Peach in dem Film deutlich mehr als in dem Spiel. Und zwar merke ich einfach, dass sie ein bisschen heldenhaft ist und dass sie alles quasi für ihr Königreich tut und sich teilweise wirklich für die, ich sag mal, für die Bewohner, was eigentlich nur Toads sind, auch sogar opfert oder keine Ahnung. Sie wollte ja im Film sogar Bowser in Quotes heiraten, beziehungsweise so tun. Als würde sie mit Bowser heiraten, einfach nur damit die Toads in Ruhe gelassen werden. Und das ist keiner schon ziemlich nice. Also ich finde, das ist halt sowas, was halt eine Prinzessin meiner Meinung nach ausmachen sollte. Eine gute Prinzessin. Und nicht, ich dreh mich mal um. Oh nein, Bowser hat mich entführt. Schon zum 5. Mal heute. Och, Menno. Und 7 Toads auch noch, die währenddessen im Castle versteckt sind. Und ich mehr oder weniger prank. Ja. Was gab's noch so für Charaktere? Den Abenteuer-Toad? Den fand ich cool. Ich liebe den. Hab ich mir schon gedacht. I mean, come on, ich bin ein Toad-Simp. Imagine, ich mag den nicht. Und eine meiner Lieblingsszenen war, wo der Toad einfach so da hingegangen ist. Aber wir sind doch super niedlich. Habe ich auch so gedacht. True. Die Menschen Bowser will mit dem was machen, die sind wirklich zu niedlich. und Dings Bowser. Was sagst du denn zu Bowser? Bowser. Gute Frage. Ich habe auf ihn wenig geachtet. Wenig, okay. Also erstens mal die Musikeinlage. Die fühle ich keiner. Also das mit Peaches. Ja, also, okay, die Szene war geil. Die Szene war geil. Also wirklich, weil du denkst dir so, das fand ich auch so cool bei Bowser. Und zwar, das ist auch der Grund, warum ich so Bowser ein bisschen als Bösewicht mag.
Und zwar, du denkst ja erstmal so, ha, der ist so richtig so wütend, der ist einfach so das pure Böse, so, you know? Und du denkst ja am Anfang so, auch vom Aussehen her, und so der Ersteindruck ist halt so, ja, der ist so der pure Böse, so, you know? Pure Böse, der einfach nur das Schlechte haben will, der einfach alles niederbrennen sehen will. Und ja, dann wird der wegen so einer kleinen Prinzessin, in Anführungsstrichen, so weichherzig, so, you know? Und teilweise auch ein bisschen pummelig, sag ich mal. Und keine Ahnung, das mag ich irgendwie an Bowser so. Das ist halt nicht nur so der... Man denkt immer so, ja, der ist so... das ist so ein richtig harter Schurke, der nur das Böse an sich so, you know? Er verkörpert halt das Böse einfach, aber in Wirklichkeit ist er, ja, eigentlich hat er einen sehr weichen Kern und ist eigentlich auch sehr, ja, mehr oder weniger pummelig unterwegs. Das finde ich eigentlich ziemlich cool an Bowser, dass auch keiner so eine, ich sag mal, zärtliche Seite hat, auch wenn er Bösewicht ist. Ja. Und ja, und an sich, ich sag's mal so, die Szene mit dem Pinguin, also ganz am Anfang. Ja, ich hab's ja auch. Junge, Angriff, da kommen die mit den Schneebällen da her, Bowser, so ist das alles, was du kannst. Das ist einfach so das Böse von Bowser, einfach, der spuckt einfach Feuer und verbrennt einfach dein ganzes Schloss einfach. So, das ist halt. Die kommen mit ihren Schneebällen an. Ja, die kommen mit Schneebällen an, bei einem Feuerviech. Jetzt gewundert, dass der Schnee überhaupt nicht bei Bowsers Nähe überhaupt geschmolzen ist, so, you know. Ja. Wenn er schon das ganze Feuer und so verkörpert, dass es einfach nicht einfach schon davor schmilzt. Ja, was gibt es eigentlich noch für Charaktere? Eigentlich war es das mit den Hauptcharakteren. Es gab eigentlich nur so Nebencharaktere. Nebencharakters, ja, wie Donkey Kong. Stimmt, Donkey Kong gab es ja auch noch. Weil du zu denen, also generell zu Donkey Kong, ist der irgendwie in Erinnerung geblieben? Boah, nur... Ja, nach dem Fight da, ich versuche das irgendwie zusammenzukriegen in den Kopf. Nach dem Fight zwischen Mario und Donkey Kong, wo sie sich ja hier auch immer nur noch beleidigt haben. Ja. Da fand ich schon ein bisschen witzig. Aber mir ist mir da ja nicht in Erinnerung geblieben, dafür ist es schon wieder zu lange her. Ja, gut. Ich sag's ja so, an sich bin ich auch so einer, der ein bisschen Alzheimer hat, wenn es um Erinnerung geht. Aber keine Ahnung, ich war beim Mario-Film so hooked wegen dem Film. Ich war wirklich höchst konzentriert den ganzen Film über, deswegen ist mir so viel in Erinnerung noch geblieben. Aber gut, ich sag's mal so, das letzte Mal, wo ich im Kino war, war über 5 Jahre her und ich glaube, das ist auch ein komplett neues Erlebnis, wenn du nach 5 Jahren mal wieder im Kino gehst. Mhm. Ist auch ein komplett neues Erlebnis. Leer, aber... Ja, Donkey Kong, ich fand das ziemlich cool, dass er halt so, ja, also ich fand seine Präsentation da ziemlich cool, vor allem, ja, das, was ich schon vorhin gesagt habe, das, wo der Kampf begonnen hat, da kam es so mit DK-Rap und da war er so der Gehypteste im Stadion, so der Publikum-Liebling und dann, ich weiß nicht, hat er nicht irgendwie den Affentanz oder sowas gemacht, dann so zu Cranky Kong, also sein Dad natürlich so, komm mal, ja, Daddy, ja, mal den Affentanz. Und dann Cranky so, oh Gott, nein, nicht mal nicht so. Und hör auf, das ist peinlich. Das war keiner funny. Ja, dann natürlich wie Mario den mit der Katzenglocke halt besiegt hat. Also quasi, das ist auch eine coole Szene. Und zwar erst mal mit Mario halt ein Item und dann kriegt er Mini-Pilz. Und dann dachte ich so, was ist das für ein Scam, so, you know? Ja, und dann versucht er so das andere Item zu greifen und dann ist er einfach zu dem Katzen zu und dann denkt er sich so, ja, wie soll das Donkey Kong Schaden hinzufügen, so, you know? Ich meine, das ist nur ein Katzensuit. Bis halt der Mario auffällt, ja, dass er Katzenfähigkeit hat und ja, DK dann komplett fertig macht. Obwohl er eigentlich keine Chance gegen ihn hätte, so. Ja, das war auch an sich ein cooler Plotfest und ja... Wie schon vorhin gesagt, also DK war an sich ein sehr cooler Charakter. Auch, was ich halt teilweise mochte, war einfach dieses Kontrast. I mean, keiner hassen sie sich, aber keiner mögen sie sich auch. Beziehungsweise sie hassen sich, aber müssen halt zusammenarbeiten. Beziehungsweise müssen sich halt keiner mögen, so, you know? Und das mochte ich halt irgendwie, dass sie sich am Anfang gehasst haben, aber dann am Ende immer mehr mochten, so, you know?
Und ja, das war halt schon cool. Also, wie schon vorhin gesagt, ja, nur, ja, ein bisschen mehr Charakterentwicklung hätte denen echt nicht geschadet. Aber das habe ich schon vorhin schon gesagt. Das wäre echt ein bisschen nicer gewesen. Nicer wieder Dyson. Nicer, genau. Nee, und was auch cool war, und das habe ich lustigerweise nicht im Film mitbekommen, sondern erst, wo ich mir den Trailer rewatcht habe. Hm? Und zwar, wo ich den rewatcht habe, den Trailer, Donkey Kong hatte zum ersten Mal eine Feuerblume genommen und wurde zu Feuer-DK, was ich auch irgendwie cool fand. Also, es ist mir lustigerweise im Film nicht aufgefallen, aber mir ist das im Nachhinein aufgefallen, wo ich den Trailer gesehen habe. Und to be honest, Fire-DK, also Nintendo, wenn ihr, beziehungsweise Retro-Studios, wenn ihr ein neues Donkey Kong-Game machen wollt, ne, könnt ihr gerne diese Idee hinzufügen. I mean, das ist schon sick. In welcher Szene war das denn? Das war diese Szene, wo Mario und Donkey Kong unter Wasser gejagt wurde, dann kamen sie ja raus, you know, und dann haben sie versucht, weil DK hatte ja diese Drüsen gehabt danach, ne? Genau, und hat er dann versucht, in Bowser Schloss zu gehen, um Peach zu retten, so, you know? Und ja, genau, und da hat auch DK, und die haben ja quasi den Weg freigemacht, weil da waren ja überall auch Goombas und so weiter, ne? Und da haben Mario und Donkey Kong eine Feuerblume genommen. Und da hat man Fire DK gesehen. Und to be honest, ja, ihr könnt es gerne in den nächsten Donkey Kong-Spiel hinzufügen. Wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Genau, was gibt's noch eigentlich bei dem Film zu sagen? Ich wüsste jetzt sonst nichts, außer die Frage, hast du eigentlich die Endszene gesehen? Meinst du nach den Credits? Ja. Nö, da habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen, aber das habe ich jedes Mal auf TikTok plötzlich erfahren. Okay. Ich weiß nicht, ob du es dir im Nachhinein mal angeschaut hast. Nein, ich glaube nicht. Dann werde ich das mal erwähnen. Und zwar gibt es eine Szene, wo du das Yoshi-Ei siehst und du einfach nur noch ein Yoshi hörst. Aha. Das deutet ein bisschen an, dass es eventuell sogar einen zweiten Teil geben wird. Also es wird noch weitergehen. Ja, genau, da können wir auch nochmal drüber reden. Und zwar, würdest du einen Nachfolger vom Mario-Film fühlen, beziehungsweise könntest du vielleicht in näher oder später Zukunft auch mal von anderen Nintendo-Franchises auch mal vielleicht einen Film erwarten oder vielleicht sogar eine Serie? Was hältst du davon? Also, was ich sogar feiern würde, wäre wirklich entweder eine Splatoon-Serie oder ein Film. Mhm. Ja, natürlich. Zu den einzelnen Storyteilen. Ja, klar. Also, zum Beispiel beispielsweise bei Splatoon. Ich persönlich würde da eher eine Serie machen, weil ich finde, bei Splatoon kann man da ein bisschen mehr auf Charakterentwicklung gehen. Weil für die Story ist ein bisschen zu wenig Material, to be honest. Und da könnte man halt eine Serie machen, wo man halt ein bisschen die Story-Fetzen halt quasi, wo halt die Story-Fetzen nimmt, aber auch ein bisschen eigene Story halt draus macht. Hm. So an sich, aber auch die Story-Fetzen halt quasi auch nimmt, so, you know, keine Ahnung, es kann Kapitel sein oder was auch immer. Dann zum zweiten Mario-Film. Also, ich kann mir eigentlich schon Mario-Film vorstellen, so einen zweiten, I mean, es gibt schon Gerüchte, das habe ich eben mitbekommen, dass sie schon in Überlegung sind, einen zweiten Mario-Film zu machen. Ich sag's mal so, ich habe mir mal, vor kurzem habe ich mir auch mal ein bisschen recherchiert, ich habe mir auch an sich ein paar Reviews und so angeschaut zu dem Mario-Film. Und der Mario-Film hat jetzt schon Rekorde geknackt. I mean, es ist der Animationsfilm, der am meisten Geld bis jetzt eingenommen hat. Und, kleiner Fun-Fact, es hat mehr Geld eingenommen innerhalb von einer Woche als der gesamte Sonic-Film, also als die Sonic-Verfilmung, in der gesamten Zeitspanne, wo der im Kino war. Und das in einer Woche, das ist insane. Und selbst der Sonic-Film, der war schon ziemlich beliebt. Ziemlich beliebt, beziehungsweise auch ziemlich populär in den Kinos. Und dann kommt der Mario-Film und lässt den einfach komplett im Schatten stehen. Also wirklich komplett. Und ja, da der Sonic Film auch einen Nachfolger bekommen hat, ist es unwahrscheinlich. Also ist es auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Also einen zweiten Teil kann ich mir auf alle Fälle vorstellen. I mean,
Illumination wird davon profitieren und Nintendo ja keiner auch. I mean, wie gesagt, Mario hat mit dem Film einfach ein bisschen neue Maßstäbe gesetzt, wenn es um Thema Erfolg geht. I mean, die haben ja auch keiner gezeigt, wie groß Mario, also die Marke Mario, Wirklichkeit ist. I mean, das ist eigentlich eine reine Videospielmarke, vielleicht auch noch Merchandise und so weiter, ne? Und dass sie dann noch in den Kino geht und so und selbst Disney-Filme kalt aussehen lässt und teilweise Disney-Filme in den Schatten stellt, das ist einfach nur insane, wenn man sich drüber nachdenkt. Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich insane. Also da merkt man einfach, wie groß Mario an sich ist. Also was das für eine ikonische Figur ist. Und ja, es gibt auch Gerüchte, also zumindest auch Spekulationen bzw. Gerüchte, dass es vielleicht auch einen Zelda-Film gibt. I mean, unwahrscheinlich ist es nicht. Man könnte das zum Beispiel jetzt als Jubiläum oder sowas machen. Nur die Frage ist halt, von was du es machen willst. Weil ich kenne mich auch nicht wirklich mit Zelda aus. Aber ich habe mich da mit meinem Kumpel drüber geredet, der halt ein großer Zelda-Fan ist. Habe ich mal random so mit ihm drüber geredet. Und er meinte beispielsweise, du kannst halt schwer draus eine Story halt machen, so, you know? Weil du kannst nicht, weil das ist nicht so wie Mario, wo du einfach von allem ein bisschen was nehmen kannst. Und du hast dann quasi eine Story, die keiner Sinn ergibt. Ja, bei Zelda ist es so, du musst entweder durch Timeline gehen oder du nimmst halt nur ein spezifisches Zelda. Also keine Ahnung, wie sie das machen würden, aber I guess man könnte es machen und keine Ahnung, was sie vielleicht auch vorstellen könnte, ist mir spontan lustigerweise eingefallen. Ein Animal Crossing Film könnte theoretisch auch realistisch sein. I mean, das gab es, glaube ich, wenn ich mich nicht sogar täusche, sogar einen Anime-Film zu Animal Crossing, aber nur in Japan. Von daher könnte es auch Sinn ergeben, dass sie das vielleicht auch noch in einem Film machen. I mean, Animal Crossing ist auch ziemlich erfolgreich. Vor allem halt New Horizons. Deswegen ist auf jeden Fall die Opportunity da, dass auf jeden Fall da ein Film kommen könnte. Ja. By the way, ich muss mich kurz muten. Ich muss so schnell meine Nase schneuzen. Ich bin gleich wieder da. Währenddessen unterhält sie einfach Timo. Die Frage ist, worüber sollte ich mich denn jetzt so unterhalten? Weil das meiste haben wir ja schon erwähnt, wie wir den Film fanden, was wir über die einzelnen Charakter so denken, was jetzt uns an dem Film stört. Also mich persönlich stört jetzt nicht so großartig an dem Film. Was wir so für die Zukunft denken könnten. Und ja, eigentlich haben wir, glaube ich, alle Themen durch. An sich, ja. Ich könnte auch noch erwähnen, und zwar, ich habe mir auch an sich ein bisschen die Reviews angeschaut. Das finde ich auch sehr interessant, denn die Meinungen sind sehr zwiegespalten, und zwar von Filmexperten und an sich, ich sag mal, normale Zuschauer sind sie sehr zwiegespalten, weil es gibt's ja, ich weiß nicht, ob du Rotten Tomatoes kennst, das ist ja quasi das ist die Seite, wo halt Filme bewertet werden. So, da können halt Filmkritiker, also anerkannte Filmkritiker, können halt dort Filme bewerten. Also gibt es da zwei Kategorien. So, eine für die Filmkritiker und eine für ganz normale Zuschauer. Also kann jeder, der sich in der Seite anmeldet, dort Filme bewerten. Und wird dann quasi dort zusammen bewertet. Und das finde ich sehr interessant, denn die Filmkritiker sehen den Film eher mittelmäßig bis eher negativ. Also die fanden den Film beispielsweise nicht so gut. Es hat auch eine Gesamtbewertung von 53%. Und die Film und ich weiß, am Anfang waren halt auch viele ein bisschen beängstigt mit dem Film, weil gut, die waren auch ein bisschen Kritik, dass halt Illumination die Filme macht, weil Illumination ist ja auch bekannt, ja, nicht gerade die besten Filme zu machen. I mean, die sind auch der Grund für die Minions. I know. I mean, da kann halt jeder zusammen was will. Ich meine, ich finde die Minions nicht so schlimm, aber ich kann keiner verstehen, warum viele ein bisschen Angst hatten, to be honest. I mean, das Schlimmste, was denn passieren könnte, ist, dass die Toads anfangen, Furzgeräusche zu machen und drüber lachen. aber
keiner im Nachhinein, also ich persönlich fand es sogar gut, dass die den Film gemacht haben, einfach nur aus einem Grund, und zwar, ich finde, man hat es im Film gemerkt, dass wirklich die Leute, die das animiert haben, auch wirklich Mario-Fans waren und sich mit der Materie auskennen. Also, das hat man irgendwie ein bisschen gemerkt, wenn du dir den Film angeschaut hast, dass sie wirklich Ahnung hatten vom Film, beziehungsweise von Mario, und dass sie auch wirklich ein bisschen auch sehr viel Liebe reingesteckt haben. Aber alleine die Szene, kann ich mich erinnern, wo Mario durch Toadtown gelaufen ist, ne? Ich sag's mal Toadtown, auch wenn es wahrscheinlich nicht Toadtown heißt. Alleine, wie viel Liebe da in Details steckt, wie viele Toads da rumlaufen und teilweise ihr eigenes Ding und so machen. Ich finde es so geil gemacht. Also, ich weiß nicht, ob du den Pokémon-Film gesehen hast, den Detective Pikachu. Aber ja, das, den habe ich gesehen. Das erinnert mich ein bisschen davon. Und zwar, das war ja auch so, dass im Hintergrund sehr viel Pokémon interagiert wurde. Dass zum Beispiel, ja, du hast dann die Trainer gesehen mit der Pokémon oder keine Ahnung, siehst da so ein freies Glurak rumfliegen oder ein Gengar, was sich unsichtbar macht. So. Das hatte so ein bisschen so eine Ähnlichkeit zu diesem Film, dass du einfach im Hintergrund siehst, da siehst du so einen Toad, der gerade eine Münze einsammelt oder keine Ahnung, ein anderer Toad, der irgendwie einkaufen geht und dann die Münze zum Verkäufer eingibt oder eine Toad, der einfach nur spazieren geht und keine Ahnung, andere drei Toads begrüßt, so. Also ich kann mich bei der Szene erinnern, da habe ich auch null auf Mario geachtet, so einfach nur auf die, einfach nur was im Hintergrund so abging. Und ja, ich muss zugeben, da ist richtig viel abgegangen. Also da fand ich schon, da haben sie richtig viel Liebe ins Detail reingesteckt. Und ja, aber nochmal zu den Thema Kritikern. Also, ich finde es sehr interessant, dass halt die Kritiker eher sehr kritisch bewertet haben. Also ich habe auch sehr viele Reviews und so YouTube angeschaut und vor allem viele Kritiker haben gesagt, ja, es ist eher eine 6 von 10 oder 7 von 10. Aber so die generelle Masse, also die normalen Zuschauer, sehen es fast durchgehend positiv. Also von so normalen Zuschauern, die halt keine Filmkritiker sind, also Casual Filmwatcher, so zum Beispiel wie wir, ne? Auch nicht mal die, die unbedingt große Mario-Fans sind, ne? Die sprechen durchweg positiv. Also da findest du fast keine negative Bewertungen. Fast durchweg nur positive. Ich glaube, es hat insgesamt eine Bewertung, also von den normalen Zuschauern, von 96%, also was insane hoch ist für einen Film. Also vor allem für so einen Film, was sogar die Kritiker eher als kritisch einstufen. Und das finde ich sehr interessant. Also, deshalb, wie gesagt, gut. Im Kern ist es auch kein so besonderer Film, to be honest. I mean, wenn man ganz ehrlich ist, klar, natürlich kann man da sagen, ja, der Film ist Story wichtig, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, ist Mario für eine großartige Story bekannt? Nicht wirklich, oder? Nee. Nicht wirklich, also I mean, und to be honest, da habe ich auch im Film nicht erwartet, dass der richtig mega fette große Story kommt. Ich dachte mir auch nur so, ja, es wird so eine kleine Story sein, die wird ganz niedlich sein, aber storytechnisch habe ich auch nicht erwartet und das hat mich ehrlich gesagt sehr beglückt. Und ich sehe meine Nase wieder verstopft, deswegen bin ich kurz muted. Viel Spaß beim Nasenschneuzen. Vielen, vielen Dank. Ja, na, kein Problem. Kommt natürlich alles hier rein in den Podcast. Ja. Außer mein Nasenschneuzen, weil ich mute mich natürlich. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber wenn ich ganz lange reden bin, habe ich keine verstopfte Nase. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich glaube, du hast eh nichts mehr zu sagen. Nö. Ich glaube, schon seit 20 Minuten. Ja, ungefähr. Ja, ich bin... Alles gut. Ja, ich bin auch keiner fertig. Also, wie gesagt, ich sehe den Film durchgehend positiv. Für mich ist es in 10 von 10. Klar, Charakterentwicklung kann besser sein, aber trotzdem, ich hatte Spaß meines Lebens und ich bin sehr hyped, wenn ich den nächsten Monat wieder rewatchen kann. Weil ich wieder Bock drauf und ich werde mir auf jeden Fall Blu-ray holen. Beziehungsweise vorbestellt. Und ich glaube, so wie ich dich kenne, würdest du es auch machen. Ja. Genau. Also von mir kriegt natürlich der Film auch eine fette 10 von 10. Ja. Bitte mehr davon. Big W an Nintendo und Illumination, I guess. Genau. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir heute die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Mario-Film in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne eure Lieblingsszene einfach reinschreiben oder keine Ahnung.
das Ziel, was in eurer Erinnerung geblieben ist, was ihr cool fand, was ihr habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Keine Ahnung, wann sie kommt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da zu unserem neuen YouTube-Channel von den Spezibuschen. Lasst auf jeden Fall mir und Timo ein Follow, ein Abo da. Und ja, verpasst nicht unsere Livestreams. Wir sind mehr oder weniger öfters live, I guess. Genau, bei mir geht es ja auch wieder ab dem 28. los, glaube ich. Dazu. Genau, ja, 28. Alle Links dazu unten in der Videobeschreibung, alles natürlich verlinkt. Natürlich. Sobald ich es nicht vergesse, ja, natürlich vergesse ich es nicht. Wenn du es vergisst, ich kann das ja auch bearbeiten. Genau. Kann Timo nochmal drüber schauen. Nein, auf jeden Fall. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Egal, beim Zuschauen, beim Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Ansonsten sage ich jetzt mal, haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bye, bye.